So, schönen guten Morgen. Ich fange einfach an. Es kann, wenn man über gesellschaftliche Veränderungen spricht, über notwendige Veränderungen, wenn man bestehende Umstände kritisiert und anhand von Erfahrung, Recherche, Wissenschaft und so weiter sagt, die und diese Dinge, beispielsweise Schulsystem, müssten eigentlich geändert werden, müssten anders laufen, um wirklich das Optimale aus einem Menschen rauszuholen, beziehungsweise dem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich optimal zur besten Version seiner selbst zu machen. Dann kann es immer nur Lösungsansätze geben. Ja, das gebietet der Verstand. Der gesunde Menschenverstand und die Erkenntnis und die Einsicht darüber, dass dass gesellschaftliche Strukturen von unzähligen Faktoren bestimmt werden. Und natürlich auch von Veränderungen, Einflüssen, die man nie wirklich ganz ja, simulieren kann oder durchexerzieren kann. Ja, das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Jeder Plan, ich sage mal, weiter als 5 bis 10 Jahre in die Zukunft gerichtet ist und der davon ausgeht, dass man vorherbestimmen kann, vorherplanen kann, wie sich etwas entwickelt, ja, der ist nur eine Theorie und der wird an der Wirklichkeit scheitern, wenn er starr als Theorie durchgeboxt werden soll, ja, weil das Leben einfach so nicht funktioniert. Ja, so viel Einsicht muss man eigentlich haben als erwachsener, vernunftbegabter Mensch, dass man immer bereit sein muss, Dinge anzupassen, sich selbst anzupassen, sich mitzuentwickeln. Ja? Das ist ja auch ein Grund, warum wir so viele gesellschaftliche Probleme haben, weil der Mensch dazu tendiert, einfache Lösungen zu bevorzugen. Ja? Schwarz-weiß, gut-böse, rechts, links, mit oder ohne. Es gibt keine Zwischenräume, es gibt auch keine wandelbaren Meinungen für viele, sondern eine Meinung ist fest und die wird einzementiert und egal wie viel Vernunftgründe dagegen sprechen, sie wird versucht durchzuboxen, da reibt man sich auf und dann entstehen Konflikte und so weiter und so fort. Es ist aber man hört und sieht das immer wieder, dass Menschen über Innovationen, wenn man sie ansatzweise sich vorstellt und wie man sie umsetzen könnte, wie sie gesellschaftlich sich auswirken. Das kann man ja bis zu einem gewissen Grad simulieren, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn solche Innovationen auf den Tisch kommen und die althergebrachtes und gewohntes komplett verändern würden, dann hört man immer wieder die Frage, ja, wie stellst du dir das genau vor? Wie soll das genau gemacht werden? Und damit versucht man sich aus der Argumentation bzw. aus der Debatte herauszuwinden mit dem Resultat, da siehst du, so wie es ist, ist es aber doch ganz gut und besser, es bleibt so, da wissen wir wenigstens, woran wir sind. Aber so kann man sich als Gesellschaft, als Gemeinschaft eben einfach nicht weiterentwickeln. Ja? Und man kann auch nicht von jemandem, der innovativ oder vielleicht sogar utopisch sich Vorstellungen macht und Änderungsvorschläge macht, erwarten, dass er eine komplette Welt simuliert in seinem Gehirn und Lösungsvorschläge, die konkret sind und die auch so tatsächlich umsetzbar sind, jetzt aus dem Stegreif zu Papier bringt. Das geht nicht mal in einer wissenschaftlichen Arbeit, die mehrere Monate oder sogar Jahre dauern kann. Da kann man Ansätze geben und kann richtungsweisende Analysen machen, aber das wird natürlich nicht, man darf natürlich nicht erwarten, dass das dann auch so eins zu eins so umgesetzt werden kann. Ja? Man muss auf dem Weg bereit sein, Risiken einzugehen, man muss auf dem Weg bereit sein, Fehler zu machen. Das ist in jedem Lernprozess ist das essentiell, dass man nicht Angst davor hat, Fehler zu machen, sondern dass man an den Fehlern erkennt, wo die ursächlichen Probleme sind und wo man was verändern muss. Ja, und das sind halt immer die Dinge. Und wann immer man irgendwo was vorschlägt, es gibt etliche Themenbereiche, da hört man das immer wieder. Ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Erklär mir das mal. So, und dann ist man aus der Debatte raus. Ja, also so kann man nicht wirklich zukunftsweisend, gemeinschaftlich zusammen an was Neuem arbeiten. Man muss Denkansätze und Lösungsansätze auf den Tisch bringen, die realistisch sind, die nicht komplett utopisch sind, die
Schritt für Schritt angewendet werden können, dass man in eine Richtung geht. Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, die meisten, die heute ernsthaft über dieses Thema sprechen, sind sich darin einig, dass das nicht alle Probleme löst. Ja, das weiß man. Aber die sogenannten Kritiker des Grundeinkommens, die nicht wirklich Kritiker sind, sondern die einfach nur blockierend ihre althergebrachten Gewohnheiten verteidigen wollen, egal wie sehr sie selbst auch darunter gelitten haben oder noch zu leiden haben, kommen dann immer mit dem Argument, ja, wie soll denn das gemacht werden? Wie soll denn das bezahlt werden? Und es gibt bereits ja schon seit Jahren etliche ausgearbeitete Lösungsansätze, wie das finanziert wird und so weiter und so fort. Aber sich damit zu beschäftigen, dazu ist man nicht gewillt. Ja? Und in einer Diskussion oder in einer momentanen Debatte kommt dann irgendwann, wenn man argumentativ eigentlich gar nichts mehr dagegen sagen kann, weil die Idee sich ja gut anhört, kommt dann eben die Frage, ja, wie willst du das denn konkret umsetzen? Ja? Und was glaubst du denn, wie viele Menschen dann irgendwie sich auf die faule Haut legen? Also das kann keiner wissen. Aber das ist ja eben der lebendige und auch aufregende Prozess einer gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Weiterentwicklung, ja, den man ja mal gehen muss. Wir müssen uns mal wieder verabschieden von diesem ängstlichen Festklammern an den alten Gewohnheiten, egal wie schlecht oder was für katastrophale Folgen sie haben für uns. Ja. Lieber halte ich mich an dem Strohhalm fest, als irgendwie mal loszulassen und mal zu sagen, ich lasse mich mal treiben und gehe mal mit dem Leben, mit dem Flow mit, ja, und streng mich an, streng mein Gehirn an und bin wachsam und gehe gemeinschaftlich neue Wege. Ja. Und gehe diese Risiken halt auch ein. Ich meine, das ist das Leben, Mensch. Das ist der lebendige Prozess. Man lebt ja nur einmal. Und was soll da schon großartig passieren, außer dass man stirbt? Und das kommt sowieso. Ja? Und das wird man wahrscheinlich nicht in einem Prozess einer gesellschaftlichen Umwälzung oder Umwandlung oder Veränderung. Ja? Im Gegenteil, es bieten sich neue Chancen, Möglichkeiten, Methoden, sein eigenes Leben zu verbessern, zu verändern. Man kann was zur Gemeinschaft beitragen, allein schon durch die Gespräche und nicht gleich, indem man gleich zumacht und sagt, das funktioniert doch alles sowieso nicht, du hast ja gar keinen konkreten Lösungsvorschlag. Den kann es nicht geben, den hat es auch noch nie gegeben, den hat es auch in der Politik noch nie gegeben. Also es gibt keine konkreten Lösungsvorschläge von Parteien, die gesagt haben, so und so wird es sein in so und so vielen Jahren und das ist dann tatsächlich so auch geworden und hat sich genauso entwickelt. Es gibt immer nur richtungsweisende, ich sag mal, Ideale oder Ideologien, die mehr oder weniger praktikabel in die Wirklichkeit implementiert werden sollen, ja, in das alltägliche Leben. Und das ist ein Prozess, ein schrittweiser Prozess, der nicht von jetzt auf gleich geht. Aber was ich sagen wollte zum Grundeinkommen, so, die meisten sind sich einig, dass das eine Methode ist oder ein Mittel ist, um eine Gesellschaft erstmal vorzubereiten auf einen ganz neuen Arbeitsmarkt beispielsweise. Ja, von dem wir wissen, dass der sich verändert, der ist ja auch schon, hat sich auch schon enorm verändert. Und nicht gerade zum Guten für die meisten Arbeitenden und auch arbeitswilligen Menschen. Und da kommt auch immer wieder das Argument, ja, das ist doch nicht die Lösung aller Probleme. Dann kommt das Problem, taucht dann auf, das Problem taucht dann auf. Und gerne wird dann halt auch mit Konsequenzen der jetzigen Situation, mit Problemen der jetzigen Situation argumentiert in diese innovative, richtungsändernde Entwicklung hinein. Das heißt, die Probleme, die jetzt durch diese Systematik, die wir gerade haben, vorhanden sind, werden dann projiziert in die Veränderung, in die verändernde Utopie, Ideologie, wie auch immer man das nennen will. Ja? Und so blockiert man natürlich jeglichen Fortschritt, jegliche Entwicklung. Ja? Und das kann man immer wieder beobachten. Immer wieder kommt dann irgendwann diese Frage, ja, hast du denn eine konkreten Plan. Wenn ich einen konkreten Plan hätte, wäre ich, was weiß ich, dann wäre ich potenzieller Diktator oder so. Dann wäre meine politische Ambition irgendwie so ein Tyrann zu werden, der seinen Plan irgendwie der ganzen Gemeinschaft, der ganzen Gesellschaft aufdrücken will, was ja nicht Sinn der Sache ist und auch nicht zielführend sein kann. Das heißt, man muss sich mal frei machen, man muss auch mal wieder wagen, losgelöst von Ängsten und von Vorstellungen der Alternativlosigkeit, die wir natürlich hier in den Medien seit Jahrzehnten tagtäglich eingepflanzt kriegen, frei davon zu denken. Mal wieder ein bisschen mehr wie ein Kind, ja, mal ein bisschen mehr den Mut haben, die Fantasie auch mal laufen zu lassen. Ja, und ich meine jetzt nicht, indem man fantastisch irgendwie technologische Utopien sich ausmalt, sondern dass man wirklich auch in ganz normalen gesellschaftlichen Prozessen, Schulsystem, Arbeitsmarkt, Ausbildungssystem allgemein, mal losgelöst denkt und mal wieder bereit ist zu diskutieren und zu debattieren, frei von diesen alten
Gedankenfesseln, ja, die meistens allein durch Ängste begründet werden. Und da ist diese Art und Weise der Argumentation, gib mir mal jetzt eine konkrete Simulation der Welt, wie sie sich entwickelt, wenn das, was du da vorschlägst, umgesetzt wird, das ist bescheuert. Also da braucht man dann einfach nicht mehr weiterreden. Das kann man nicht erwarten, das erwartet man ja aber auch von denen, die von sich selbst nicht. Ja? Also diejenigen, die dann so argumentieren und so versuchen, Innovationen zu blockieren oder lächerlich zu machen, können ja auch selbst die Simulation nicht geben, wie es denn weitergehen soll, wenn es so bleibt, wie sie es wollen. Ja? Wie wird denn das sein dann in 10 Jahren? Ja? Und dann, das ist ja auch, das wird ja gar nicht gefragt dann. Ne? Auch die können das natürlich nicht. Ne? Sie können es bis zu einem gewissen Grad, möchten es aber vielleicht nicht so gerne, weil sie ja selber wissen, dass wenn es so weiterläuft wie bisher, es nicht besonders gut werden wird, ja, und sich nicht gerade positiv entwickeln wird. Also, mein Vorschlag, sich da wirklich mal frei machen. Ich meine, das ist doch das, was das Leben ausmacht und was die Gemeinschaft ausmacht. Und dann endet so ein Frust über die Erkenntnis der bestehenden Problematiken und der Ausweglosigkeit innerhalb dieser Systeme, die wir gerade haben. Fast jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Keiner hat irgendwie eine Lösung. Wenn jemand eine Lösung hat, dann wird versucht, die lächerlich zu machen. Das geht ja überhaupt nicht, das lässt sich gar nicht umsetzen. Mach doch mal, ne, wie ich schon gesagt habe. Und aber einfach mal wirklich wieder diesen lebendigen Prozess einer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Entwicklung. Nicht erst warten, bis es kracht, ja, und bis es, wie es immer war, geschichtlich, bis es dann wirklich zu Konflikten kommt, die uns alle betreffen und die unaufhaltsam sind und die uns alle überrennen, sondern schon vorher sich mal frei machen und sich diesen vitalisierenden Prozess der Risikobereitschaft des Lebendigen einfach mal hinzugeben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.